herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder mitten aus dem Wald. Und zwar geht es heute mal wieder auf Bunkersuche. Mal sehen, ob wir ihn finden und ob, was es für einer ist. Viel Spaß. Wie es aussieht, suchen sich die Tiere da auch unter Schlupf. Hier gehen nämlich Tierspuren lang. So. Hier wäre wahrscheinlich der Eingang, den sie aber zugemacht haben. Hier haben wir auf jeden Fall ein Lüftungsrohr. Das scheint ein ganz schön großes Ding zu sein. Da drüben wären auch noch so eine Hügel. Keine Ahnung, ob da auch noch ein Bunker drunter ist. Ach, also bei dem Bunker hier, da haben wir schon mal Pech. Naja, werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Und ob das überhaupt ein Bunker ist. Ja, und auch hier dasselbe Spiel. Zugerammelt. Kein Reinkommen. Tja, solche Tage gibt es eben auch. Der Eingang ist hier auch zu. Aber das muss ein riesiger Komplex gewesen sein. Hier überall unten drunter. Geht da lang, also das ist ein riesen Ding. Ja, so eine Tage gibt es eben auch. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja, hier ist ein Zugang, aber der ist ja nur alles andere als komfortabel. Soll ich es mir wagen? Und irgendjemand hat hier seine Handschuhe vergessen. Handschuh, was macht man nicht alles? Oh, mal gucken. Ach, wie gesagt, ein Riesengerät. Gut, hier ist dann erstmal ein schönen Schluss. Alter Vater. So, hier in den Räumchen waren Betten. Da quillt sie noch jemand anderes runter, aber da werden wir lieber nicht filmen. Sonst wird es eine Komödie. Und hier haben wir auch wieder so einen Bettenraum. Na tja, Mann. Lang Gang. Da kann ich noch mal rausholen, mal. Wird der noch leuchten? Wow, das Ding ist ja mal richtig lang. Na, hier vorne, das waren alles Schlafräume. Machen wir nicht weiter. Gucken, gehen wir gleich mal hinter. Hier steht die Tür einfach mal so. Daneben frage ich mich, wer die ausgehangen hat. Ah, hier schon wieder zum Schlafen. Notausstieg 35 Meter. Da weiß man ja, wie lang der Gang noch ist. Was das für ein Bunker hier so richtig mal war, weiß ich auch nicht. Kann ja nicht sein, dass der nur zum Schlafen diente. Hier muss ja irgendwas anderes noch gewesen sein. Allerdings, wie gesagt, in den ersten Bunker kam man ja nicht rein. Man weiß ja nicht, was da drin war. 38. Wie viele Räume gibt es hier? Steht hier Abfertigung. Oh, das ist auch noch mal so ein langer Gang hier. Warum kommt man hier noch überall hin? Ich nehme mal an, die Bunker sind sogar miteinander verbunden. Ich denke mal, das wird einer meiner größten Bunker werden. Kästen. Hier haben wir noch
Lämpchen. Dann liegt ein Filter. Und was ist das andere da für ein Ding? Ach, da war der Filter mal draufgeschraubt. Hier gehen denn noch Treppen hoch. Mein Gott, was ist das für ein Labyrinth hier? Hoffentlich finde ich hier wieder raus. Aber es ist alles ziemlich gleich. Ja, Bierflasche liegt natürlich rum. Ja, wieder Abfertigung. Was wurde hier abgefertigt? Ey, hier finde ich doch nie wieder raus. Ahne ich doch jetzt schon. Hier hängt sogar noch so ein riesen Kabelbaum rüber. Und weiter geht's in den unendlichen Gängen. Hier haben wir wieder so einen Zugang, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Da sind die Platten davor vom Eingang. Und weiter geht's die Gänge lang. Hier ist ein riesenlanger Gang wieder nach hinten. Hier ist ein langer Gang noch. Und hier ist ein kurzer Gang. Und überall sind diese kleinen Räume hier mit den Ketten, wo mal die Betten eingehangen waren. Sind ja wirklich so viele Leute geschlafen haben bloß. Oder kommt hier noch irgendwas Größeres? Ja, hier ist irgendwas mit Elektronik. Telekommunikation. Ja, und hier geht es wieder weiter Richtung Abfertigung. Was soll denn hier Abfertigung sein? Wo kommen wir denn da noch hin? Ach du dickes Ei. Hier geht's ja dann auch nochmal weiter. Ein schmaler Gang denn. Na, ich bin ja mal gespannt, wo wir hier noch landen werden. Wird ja langsam richtig spooky hier unten. Gehen wir mal in der schmale Gang ist. Das war der Verbindungsgang zwischen den einzelnen Bunkern. Und Schleuse. Was ist das Ding groß? Jetzt wollen wir ewig lang. Ja, ich sag mein Kameralicht, das überhaupt durchhält. So lange. Aber hier wird es noch ein bisschen. Hier sind noch ein paar Sachen drin. Ey. Was ist hier hinten los? Du Scheiße. Hier ist ja alles zusammengekloppt. Hier haben wir einen größeren Raum. Was immer hier mal drin war. Auf jeden Fall dicke Stromanschlüsse. Und die ersten sind wir hier auch nicht. Graffiti ohne Ende. Hier gibt es ja noch viel mehr Gänge. Mal gucken, ob wir noch was Interessantes finden. Ja, hier haben wir auch wieder, von wegen hier gab es keinen Vandalismus. Auch wieder alles zerschnickt hier drin. Ja, und falls wieder einer auf die Idee kommt, wegen Fledermäuse rumzujammern, hier ist nicht eine Eins hier drin. Ich habe auch einen
meiner ganzen Zeit hier, wo ich im Bunker rumkrieche, ein einziges Mal eine Fledermaus gesehen. Sonst nichts. Aber was haben wir hier noch? Naja, gut. Die Räume, die sehen alle ziemlich gleich aus hier. Aber manche, da ist noch was drin. Hier ist zum Beispiel noch ein Schaltschrank drin. Ja, das mal eine Art Funkbunker gewesen sein hier. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt Leute, die sich noch mit auskennen. Ja, natürlich überall die russischen Filteranlagen. So, und hier ging es auch mal raus. Hier war mal der Haupteingang wahrscheinlich. Ein dickes Ding. Aber auch zu. Hier haben wir nochmal ein Räumchen. Halbwegs eingerichtet. Mensch, sogar mit Bett. Also, falls ich nicht mehr rausfinde, weiß ich, wo ich schlafen kann. Guckt euch das mal an hier. Tische, Bänke. Nur noch ein Tisch, Bett. Kann man sich ja häuslich einrichten. Vorne hole ich meine Schrankwand. Hier liegen Unabteile auf dem Gang. Was drin, keine Ahnung, was da mal war. So, hier ist dann der Gang Schluss. Und hier ist dann noch ein Räumchen, aber so, die Räume kennen wir ja bereits. Ich bin ja jetzt gespannt, ob wir den Ausgang finden werden. Ah, wie gesagt, Bettchen zum Schlafen habe ich ja gefunden. Also auf dem richtigen Weg schon mal zu sein, weil hier ist nämlich der schmale Verbindungsgang wieder. Ich laufe einfach der Dame da hinterher. Ja. Ich renne ja gerne die Weiber hinterher. So, hier haben wir dann noch den Notausgang. Aber auch der ist mit Seil zugemacht. Also eigentlich ist hier ganz schlecht mit reinkommen. So, wir werden jetzt langsam mal den Ausgang wieder suchen. Gucken, ob man es so, da wir uns ja noch nicht verlaufen haben und ich noch nicht auf die Fresse geflogen bin, gehen wir jetzt noch einen neuen Gang lang. Hier machen wir nämlich noch nicht. Das ist ein riesen Geschoss hier unten. Das ist aber halt eine Kleinstadt. Hier liegt mal ein Autositz rum. Ach ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig? Ja, ach, warum hier schon? Der Autositz habe ich vorher noch nicht gesehen. Links rum. Links rum? Ja. Dann gehe ich da nochmal nach rechts. Ach so. Machen wir hier schon. Also hier, wie gesagt, man kann sich hier echt verlaufen. Was haben wir hier unten? Ach, hier haben wir Trabi-Kofferraum. Da war das gerade bestimmt auch ein Trabi-Sitz. Hier ist irgendwo Tageslicht, hier ging es auch mal raus. Hier war mal ein Zugang. Hier war mal ein großer Zugang. Ja, hier haben wir nochmal Strom. Und ein Bedroom mit Filter. So, jetzt gehe ich aber wirklich raus. Weil ich denke, das reicht. Viel war ja nicht mehr drin. Dafür ist das Ding aber riesengroß hier. Hier ist das, glaube ich, mit einer meiner größten Bunker. Gut, dann suchen wir mal einen Ausgang. Puh.
Gott hat immer gesagt, in der Geburt. So, ausatmen, außer Luft. Ja, das war doch mal ein Riesenhoschi gewesen. So, dann fahren wir wieder los, fahren wir wieder ab. Ich sag dann für heute Tschüss, macht's gut und bye bye. Bis zum nächsten Mal.